Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und über mein oder unser Projekt heute zu erzählen. Kurz zu mir. Mein Name ist Senoko, ich bin 28 Jahre alt und habe mich schon immer sehr für... Nein, das kommt danach. Ich habe 2010 meinen Bachelor in Mediendesign gemacht und meine Bachelorarbeit über interaktive Spielfilme geschrieben. Ich habe mich schon immer über das interaktive Storytelling sehr interessiert und besonders das Geschichtenerzählen und das Spielentwickeln zusammen und das Potenzial, was Spiele haben, um eine Geschichte zu erzählen. Also habe ich mir als Kind... Ich habe viele Rollenspiele gespielt, ich fand die ganz faszinierend und habe gesagt, warum höre ich denn beim Spielen auf, warum mache ich die nicht selber? Und habe mir ein paar Programme runtergeladen, den RPG Maker, ein Programm, das einem hilft, einen RPG zu machen und habe es mir beigebracht. Aber damals hieß es noch, Computerspiele, das ist gar kein richtiger Beruf, damit kann man nicht viel erreichen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann studiere ich lieber Grafikdesign, damit macht man mehr Geld und so. Heute weiß ich, Spielentwicklung ist ein richtiger Beruf. Spiele können Kunst sein und noch weiter, Spiele haben ein Riesenpotenzial, einen Werte und Informationen beizubringen auf einem emotionalen Level. Ja, 2015 haben wir bei Brain Seed Factory, wo ich da gearbeitet habe als Game Designer, das erste Spiel veröffentlicht, Typo Man, was den Deutschen Computerspielpreis für beste Inszenierung gewonnen hat. Und jetzt studiere ich nebenbei auch noch meinen Master in Game Development and Research, hole das nach, was ich als Kind dann versäumt habe, weil jetzt weiß ich ja, dass es ja ein richtiger Beruf ist. Und habe Anfang letzten Jahres zusammen mit Kevin Glab, der auch hier im Publikum sitzt, hallo, Good Wolf Studio gegründet und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, andersartige Spiele zu machen mit unterschwelligen gesellschaftskritischen Fragen und philosophischen Werten. Ja. Und das wurde gefördert vom Mediengründerzentrum NRW. Das ist Typo Man. Ein Spiel, in dem man Konflikte mit Worten löst, statt mit Gewalt. Ein Puzzlespiel, in dem man Buchstaben zusammenträgt und Worte bildet, die die Umwelt verändern. Und auch eine Hommage an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Autorinnen und Autoren in der ganzen Welt, die unter Zensur und Unterdrückung leiden und ihr Leben aufs Spiel setzen, dadurch, dass sie die Wahrheit ans Licht bringen. Und wir wollten mit diesem Spiel zeigen, dass Heldinnen und Helden nicht immer Kämpfer sein müssen, und was man sich ja schnell vorstellt, sondern dass Menschen die Worte benutzen, um die Welt zu verbessern. Und damit konnte ich mir selbst beweisen, wie viel Potenzial Spiele haben. Dass es nicht einfach pure Unterhaltung ist, sondern dass man wirklich Werte damit vermitteln kann. Und dazu haben wir jetzt Good Wolf Studio gegründet, damit wir unseren Traum verwirklichen können, unsere eigenen Geschichten und Werte in Form interaktiver Geschichten, Narrationen zu vermitteln. So, dann kommen wir zu den Spielen von heute. Wo sind wir denn überhaupt angekommen? Wir sind einen langen, langen Weg gegangen. Es fing an mit Spielen wie Pong, zwei Farben, schwarz-weiß, ganz simpel. Und wo sind wir jetzt angekommen? Beim Stichpunkt Hyperrealismus. Es ist alles unglaublich realistisch geworden. Es gibt fast keine Grenzen mehr für was wir darstellen können und was nicht. Was hätten wir gerne? Hätten wir gerne eine authentische Fantasy-Welt wie in Witcher 3, in der man in prächtiger Grafik rumlaufen kann? Oder hätten wir lieber fantastische, filmreife Actionsequenzen wie in GTA 5, wo man über einen Zug springen kann? Oder, das ist jetzt sehr dunkel, emotionale Charaktere, wo ich Ihnen versichern kann, dass meine Eltern nicht mehr sagen können, dass das ein Computerspiel ist. Ja, und dieser Fortschritt ist wahnsinnig toll und auch faszinierend. Aber ich frage mich oft auch dabei, vergessen wir bei diesen ganzen Grafikmaschinen und Grafik-Engines, die wir hier entwickeln, um die neueste Grafik darzustellen, nicht eine ganz wichtige Grafik-Engine, die älteste Grafik-Engine, die wir haben. Und Filme haben auch wahnsinnig tolle Effekte. Ne? Zum Beispiel Godzilla oder
Motion Capturing, das Abfilmen von Gesichtern, und ruckzuck ist dieser Mensch ein Affe und seine Emotionen werden übertragen. Oder VR, wo man wortwörtlich richtig eintauchen kann, sich noch nicht mal mehr das 3D vorstellen muss, sondern man steht in dieser Welt, sitzt in der Welt, fliegt durch diese Welt. Es ist alles super realistisch. Und deswegen möchte ich nicht vergessen, dass es noch die Kopf-Engine gibt, die auch bekannt ist als Vorstellungskraft und Fantasie. Das ist nämlich eine Maschine, eine organische Technologie, die Bilder produzieren kann mit ein paar Worten. Wenn ich euch jetzt sage, gestern war ich Kaffee trinken mit einem rosa Elefanten auf einer schwebenden Insel, dann habt ihr jetzt alle ein Bild im Kopf. Vielleicht sehr unterschiedlich, vielleicht ist es auch kein Elefant, vielleicht stellt ihr euch das ganz anders vor, aber ich habe ein paar Worte gesagt und ihr stellt euch das im Kopf vor. Und das finde ich sagenhaft. Und ich finde, das ist ein Riesenpotenzial und das dürfen wir nicht vernachlässigen, das dürfen wir nicht verstauben lassen und es gibt so viele Möglichkeiten, das noch weiter zu fördern oder zu verbessern. Die Vorstellungskraft in Medien, also die Unterstützung von Vorstellungskraft, fiel gewissermaßen durch die Limitierung der Technik früher an. Wir haben die sogenannte Tacheoskopie oder den Mauerschau im Theater, wo das Problem war, man will eine Schlacht darstellen, die Schlacht ist Teil der Geschichte, aber ich habe keine Möglichkeit, 100.000 Statisten da auf die Bühne zu bringen. Ich habe auch kein Budget, die alle anständig zu bezahlen. Was hat man gemacht? Man hat eine Mauer hingestellt, Zuschauer sehen die Mauer und auf der Mauer ist ein Bote und schaut sich das an und berichtet und sagt, oh mein Gott, das ist eine furchtbare Schlacht. Die Römer kämpfen gegen die Orks und dann ist auch noch ein Drache da. Und dann hört man die Geräusche vom klirrenden Stahl und vielleicht steigt Dampf auf. Und alle, oh, auf jeden Fall ist hinter dieser Mauer eine Schlacht. Ich glaube der Person jedes Wort, weil man stellt sich das vor. So fing das dann auch bei Spielen an. Durch die technischen Limitierungen konnte man halt noch nicht viel Grafik darstellen. Das ist ein Spiel Zork und es ist nur Text. Es ist ein Text-Adventure, es ist ein interaktiver Roman. Es kommen ein paar Worte, es sagt einem, wo man ist, wie es aussieht und dann kann man eingeben, was man machen möchte. Ich möchte jetzt mir den Canyon angucken und dann kommt ein neuer Abschnitt. Und das alles passiert im Kopf. Und gibt es denn die Kopf-Engine noch heute? Ja, natürlich gibt es die Kopf-Engine noch heute. Bestes Beispiel, spielende Kinder. Die brauchen überhaupt keine Technologien, die brauchen auch kaum Spielzeuge. Die können sich vorstellen, dass sie gerade in einer Burg ein was auch immer machen. Vielleicht wird die Burg gerade belagert, man weiß es nicht, aber für sie ist es im Moment real. Sie stellen sich das 100% real vor. Dann kennen wir alle noch diese sagenhaften Dinge, die man Bücher nennt. Es gibt noch Leute, die lesen gerne Bücher. Ich lese auch sehr gerne Romane, weil ich einfach keine Einschränkung habe durch das, was ich lese, was mir Filme vorgeben. Oder Pen-and-Paper-Rollenspiele. Man spielt zusammen ein Abenteuer und man hat nichts als ein paar Blätter und ein paar Würfel und man geht durch dieses Abenteuer, indem man erzählt, was man macht und sich das alles vorstellt. Und all diese Dinge haben uns dazu inspiriert, ein Spiel zu machen, das sich Code 7 nennt und was für uns eine Hommage an die Fantasie ist. Was früher durch technische Limitierung war, wurde dann irgendwann zum Handwerk. Gerade bei Horrorfilmen wurde das verwendet, gerade das Nicht-Zeigen, um was Gruseliges zu erzeugen. Man hat das Monster in Horrorfilmen fast nie vor dem Ende gesehen, weil man weiß, die Vorstellungskraft macht es viel gruseliger, als es eigentlich ist. Und darauf basierend haben wir dieses Spiel. Daran arbeiten wir im Moment und ohne viel Vorreden zu machen, zeige ich jetzt den Trailer dazu, kriege ich mal einen guten Einblick in die Atmosphäre. I have a plan to get us out of this mess, but you're not gonna like it. You have to trust me. I know it's hard after everything that has happened. Something is very wrong here.
again to question your identity, haven't I? I am not the enemy, Alex. Override complete. Hewlett identified. Initiating extermination procedures. Please don't. Ja, das ist das Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Es ist ein sehr dunkles Projekt, wie man sieht. In dem Spiel geht es darum, dass man Hacker Alex spielt und als Spielerin oder Spieler bedient man dieses Computerinterface. Und man hat in der Ecke dort drüben eine Karte, die man sehr schwer erkennen kann, aber eine minimalistische Karte, und man ist in Kontakt mit Funk, mit einer Hauptperson, in diesem Fall Sam, und man sieht nichts außer ein paar schemenhafte Räume, und man ist angewiesen darauf, Sam dort hinzuschicken in bestimmte Räume, zu sagen, oh, in diesem Raum sehe ich einen Computer, kannst du mal da hingehen? Und dann erzählt sie, was in diesem Raum zu sehen ist, was es dort gibt. Und man arbeitet zusammen damit, um Probleme zu lösen, Informationen über das Netzwerk zu finden. Und bildlich gibt es aber nicht viel. Die einzigen Clues, Hinweise, die man bekommt, sind das Profilbild der Hauptperson und die minimalistische Karte. Der ganze Rest, wie die Gefahren aussehen, man weiß, das ist ein Roboter, man weiß nicht, wie die Roboter aussehen. Später kommen noch andere Gefahren und das passiert alles hier im Kopf. Und man muss kein Hacker, man muss kein Programmierer sein, um das zu spielen. Es gibt viele vereinfachende Mechanismen, die einem dabei helfen, da durchzukommen, aber einem das Gefühl geben, man ist ein richtig, richtig toller Hacker. Und dann gibt es auch so Hacking-Spiele, um das ein bisschen aufzubrechen, dass man nicht zu viel Text hat. Und sein episodisches Spiel, das halt einem diese Geschichte vermittelt über halt diese Technik der Teichoskopie. Jemand, der einem erzählt, was hinter der Mauer zu sehen ist. Ja, und wir haben mit Episode 0 einige Nominierungen und einen Preis für bestes Studentenprojekt abgeräumt und fühlen uns auch sehr bestärkt dadurch, weil halt auch das wieder sehr wichtig ist, uns damit Werte zu vermitteln, weil in diesem Spiel auch wieder philosophische Fragen aufgeworfen werden, und zwar nicht mit dem Hammer so, hier, das ist jetzt wichtig, das musst du dir aneignen, sondern während man spielt, soll man sich die Frage stellen, was macht einen Menschen aus? Ist ein Gehirn in einem Bottich, das denken und fühlen kann, ist das ein Mensch oder nicht? Was macht eine Seele aus? Und dass man über Rechte der Menschen nachdenkt, weil es dann auch viel mit Robotern geht. Wann ist eine AI eine Persönlichkeit? Dass man sich, während man das spielt, anfängt, solche Dinge zu fragen und irgendwann vielleicht auf die reale Welt und andere Thematiken projizieren kann. Ja. So, das war Gameplay. So, und warum erzähle ich jetzt so viel zu Vorstellungskraft und Fantasie? Zum einen, weil ich zeigen will, wie viel Potenzial Computerspiele haben. Nicht nur Unterhaltung, sondern die können uns ganz besondere Sachen auf einem tiefen emotionalen Level nahe bringen und zum Nachdenken bringen. Aber zum anderen auch, weil Vorstellungskraft und Fantasie nicht bei Fiktion endet, sondern dass das auch benötigt wird, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Alle meine Vorrednerinnen und Vorredner haben gezeigt, dass sie sich etwas vorgestellt haben, einen Weg, ein Ziel, und sie haben es verfolgt und verbessern die Welt damit. Und es ist nicht nur bei Computerspielen vorbei oder bei Romanen oder sonst irgendwas, sondern nur wenn wir uns eine bessere Zukunft auch vorstellen können, dann können wir sie auch umsetzen. Und deswegen mein Appell an Sie alle, bleiben Sie fantasievoll. Dankeschön.